ganz viele Punkte, die da zur Sprache kamen in der Pressekonferenz des chinesischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin. Und das klingt so, als passe kaum noch ein Blatt zwischen Deutschland und China. Mit Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft will ich darüber sprechen. Willkommen, Herr Barth. Herr Barth, ja, wie eng und wie dicht sind denn diese Beziehungen zwischen Deutschland und China? Man hat ja wirklich den Eindruck, die beiden verstehen sich prächtig. Zum einen ist China natürlich der wichtigste Handelspartner für Deutschland. China ist das wichtigste Land bei den Importen, ist eines der wichtigsten Länder bei den deutschen Exporten. Und insgesamt handeln wir mit keinem Land so viel wie mit nicht China. Nicht mal mit der USA so viel. Wenn man beides zusammennimmt, ist China ganz oben. Gleichzeitig ist China das Land, mit dem wir das höchste Handelsbilanzdefizit haben. Also wo wir am meisten Importüberschuss haben und keinen Exportüberschuss. Also was den Handel angeht, ist das sehr, sehr eng. Das ist für die Unternehmen wichtig, weil es ein riesiger Absatzmarkt ist und gleichzeitig, weil wir unglaublich viele Produkte daher kriegen. Aber es ist natürlich auch ein schwieriges Land. Die Märkte sind nicht frei, es ist keine freie Marktwirtschaft, es ist auch kein freies Land. Es ist kein freies Land, also man kann dort nicht so agieren, wie man will. Es gibt Klagen aus den Unternehmen, die sagen, naja, wir müssen zum Beispiel unsere Daten zum Teil sehr, sehr offenlegen. Wir brauchen immer einen chinesischen Partner, ohne den können wir nicht wirklich dort agieren. Tut sich da etwas? Das ist ja das, wo diese Klagen gibt es ja schon seit Jahren, Jahrzehnten fast. Wir dürfen nicht vergessen, China ist eine KP-Diktatur und es geht darum, marktwirtschaftliche Elemente zu nutzen, um die Herrschaft dieser Partei auch mit zu sichern. Insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass wir hier tatsächlich nun einen großen Freilauf der Wirtschaft mit haben. Wir haben einen hohen Einfluss von Staatsunternehmen, wir haben einen hohen Einfluss von verschiedensten Regierungsstellen und dieses stückweise Schließen des Landes ist eher wieder stärker geworden nach der langen Öffnungsphase in den 90er Jahren. Ist es denn interessant überhaupt für deutsche Unternehmen, ihr Know-how komplett nach China zu transferieren oder gibt es da nicht auch Bedenken? Wir erinnern uns an die Übernahme jetzt hier von China durch China in Deutschland durch den Roboterhersteller KUKA. Beides ist richtig. China ist für jedes Unternehmen ein unglaublich wichtiger Markt, einfach weil es sind 1,3 Milliarden Menschen, die zunehmend Wohlstand mitkriegen, die unsere Produkte brauchen, die sich industrialisieren und der Maschinenbau dort absetzen kann, die Autos kaufen wollen und so weiter. Und gleichzeitig ist das für jedes Unternehmen die große Herausforderung, diesen Absatzmarkt zu bedienen, ohne sein Know-how zu verlieren, ohne dafür zu sorgen, dass der chinesische Konkurrent nächste Woche dasselbe baut und das im Zweifel billiger. Und da kann die Politik aber die richtigen Weichen stellen. Oder tut sie das gerade mit diesem Treffen? Ja, die Politik kann natürlich unterstützen und muss vor allem auch sehr deutlich sagen, wo die Kritikpunkte sind und auch die Kritikpunkte im Handel miteinander. Die Offenlegung von ganzen Algorithmen und Programmcodes für Unternehmen, die dort Handel treiben wollen, geht natürlich nicht. Die Frage, wie schützen wir geistiges Eigentum, ist eine, die auch politisch mit adressiert werden muss. Aber die kann Deutschland alleine nicht durchsetzen, sondern das ist ein langsamer, schrittweiser Prozess in China. Und was meint Xi Jinping, wenn er sagt, er will jetzt eine strategische Zusammenarbeit, eine strategische Partnerschaft anstreben? Was verbirgt sich hinter diesen schönen Worten? China versucht natürlich, möglichst schnell zu wachsen und die Entwicklungsschritte, die die westlichen Länder in den Jahrzehnten gemacht haben, ganz schnell aufzuholen. Und deshalb sind sie sehr daran interessiert, in den modernsten Technologien mit dabei zu sein. Industrie 4.0 ist eben angesprochen worden. Was China natürlich will, ist, zu verhindern, dass Europa, Amerika, Japan hier einen neuen Vorsprung aufbaut, sondern China will von Anfang an ganz eng mit dabei sein. Und je wichtiger Daten als Geschäftsmodell werden, je wichtiger Software als Teil der Produkte wird, desto wichtiger sind dann wiederum die Fragen von Datensicherheit, Datenschutz und Schutz geistigen Eigentums. Und da ist es in China nach wie vor schwierig. Das ist der heikle Punkt. In einem anderen Bereich, im Bereich der erneuerbaren Energien Richtung Klimaschutz, da hat China Deutschland zum Beispiel längst überholt, oder? China ist der größte Produzent von Solarzellen inzwischen geworden. Das ist ein Gut, das kann man da einfach besser und in riesigen Mengen herstellen, auf Maschinen, die oftmals auch aus Deutschland mitkommen. Bei Windkraft sind sie auch ziemlich weit vorne. Ne? Bei Windkraft entwickelt sich China auch, aber das kann ich nicht so einfach transportieren. Das sind einfach viel größere Anlagen auch mit. Deutschland hat mit seinen Offshore-Regionen, wo gebaut wird, auch nochmal spezifische Anforderungen. Und da gibt es auch immer wieder Innovationen, die dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen auch mit vorne sein können. Aber auch, das kam ja im Beitrag ein bisschen auch zur Sprache, dass Deutschland und China zusammen tatsächlich was in Sachen Klimaschutz auch machen können, sich da auch wirklich die Schultern aneinander legen.
Ideen gegen Donald Trumps Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen? Es gibt drei Regionen, die wir für globalen Klimaschutz brauchen. Das sind die USA, das ist Europa und das ist China. China ist der mit deutlichem Abstand inzwischen größte Emittent. Und die Verpflichtungen, die China hat, sind noch relativ bescheiden. Also hier muss China auch noch weitermachen. Und wenn wir jetzt auf den G20-Gipfel gucken, was können denn Peking und Berlin gemeinsam dort zustande bringen? Sie können versuchen, Dynamik in Richtung Handel und offene Märkte weiter voranbringen, da auch klar Positionen zu beziehen, wobei natürlich die USA als traditionelles Handelsland, als marktwirtschaftliches Land hier noch ein natürlich stärkerer Partner sind als das Land China mit der kommunistischen staatskapitalistischen Ordnung. Hubertus Barth, vielen Dank für die Analyse.